Gesiegelt und geschrieben. Da der Petent den Beweis erbracht hat, dass seine Gattin Lady Morosus nicht mehr als Virgo des Bonsa in den Ehestand getreten, ist das Impedimentum erroris qualitatis gegeben und ich beantrage Doctoris, seine Ehe für nichtig zu erklären. Ich stimme zu. Ich opponiere. Er opponiert, er opponiert. Er opponiert, er opponiert. Er opponiert, was ist das? Er opponiert, er opponiert. Ich opponiere. Der Contractus Matrimoni besagt mit keinem Worte, dass die Tugend Antenuptias der Lady Morosus eine Conditio Matrimoni gewesen, ergo besteht kein Error. Qualitas was für sagt er? Rektissime, ihr gelehrter Doktor, findet nicht in dem Contractus, dass ihr vor der Eheschließung die Bedingung der Virginitas gestellt habt. Hat Herr Morosus vor der Hochzeit euch befragt, dann liegt ein Error vor und der Petent ist abgewiesen. Habe ich eure Approbatio, ihr Herr? Approbatio, absoluta! Was sagen Sie? Was wollen Sie? Mir tut's bitte leid, euer Gnaden, aber Sie geben eurer Bitte nicht nach. Aber Sie haben doch mit dem anderen geschlafen, es ist doch bezeugt. Aber Antenuptias, euer Gnaden, vor euch und daran haben wir im Kontrakt vergessen. Ihr müsst sie jetzt behalten. Behalten? Ich sie behalte, das Teufelsweib und noch die Schande dazu. Nein, nein, ich lass mich nicht erleben. Ein solches Weib, das noch dazu eine Dirne. Nein, das ist zu viel. Lieber repieren, lieber zugrunde gehen. Wo sind meine Pistolen, mein Ding, mein Strick? Ich geh ins Wasser, ich schütz mich vom Fenster. Nur keinen Tag mehr mit ihr, keinen Tag. Bedenkt euch doch, Herr, wir können doch appellieren. Zu tun, wir sind Lasst mich los, ihr könnt noch appellieren. Mit euch allen, ihr tötet mich, mit euch was geschlagen.